toll, wie soll ich da jetzt rüberkommen? Wahrscheinlich via der praktisch platzierten Leiter. Ich muss da irgendwie rüber. Oh Mann. Auf die harte Tour. Nein, das war ein bisschen optimistisch. Sah aus, bevor die Kamera sich gedreht hat, sah das näher aus, als es nachher war. Zu meiner Verteidigung. Bevor die Kamera sich gedreht hat, sah das deutlich näher aus. Oder? Guck mal, von hier sieht es aus, als könnte man den Sprung schaffen. Finde schon. Wenn man so guckt, dann natürlich nicht mehr. Aber von da fand ich, sah es schon so aus, als könnte man den Sprung schaffen. Ich gebe zu, ich habe die Kette nicht gesehen. Aber es hat funktioniert. Oh boy. Ja, ich bin kein Fan von ausgeweiteten Kletterpassagen. Erstens sehe ich dann die, wo man lang muss. Und zweitens finde ich sie langweilig. Das ist aber in jedem Spiel so. Das ist in Uncharted so. Das ist in Tomb Raider so. Ja, als kurze Einlage, wie es bisher war, finde ich das cool. Kann man das machen. Aber halt als so Hauptattraktion für 30 Minuten, wie es jetzt hier ist. Nee, Digga. Gar nicht meins. Ja, toll. Ja! Unter anderem, weil ich dafür einfach nicht die ausreichende Konzentration habe, wie man hier gerade schön sieht. Dann fange ich einfach immer irgendwann an, Scheiße zu machen, weil ich halt schnell durch will. So, ich nehme manchmal nach oben und nicht nach unten. Digga! Oh mein Gott! Danke! Ja, natürlich muss ich nach oben. Controller vibriert die ganze Zeit. Okay. Cool. Ja. Alright. Da ist noch ein Seil. Es ist auch alles so dunkel hier. Das ist wahrscheinlich für YouTube auch richtig scheiße. Da kann ich jetzt nicht viel machen, Leute. Es tut mir leid. Ich finde es selber kacke, dass es so dunkel ist, weil ich sehe halt auch nichts. Müsst euch vorstellen, mir ballern ja noch zwei Lichter in die Fresse. Soll ich da rein? Ist das ein Tunnel? Nein. Ja, wie gesagt, ich sehe es halt nicht, ne? Es ist ein bisschen schwierig jetzt. Ja, wahrscheinlich wieder von hier, Digga. Was soll das denn jetzt schon wieder? Oh. Ja, gut, dann gehen wir halt nach da. Hätte ich mich vielleicht erstmal ein bisschen umgucken sollen, dann hätte ich das wahrscheinlich auch gesehen. Okay, okay, wir wollen ja im Endeffekt darüber, wo die Brücke uns normalerweise hingeführt hätte. Da sind wir ja jetzt. Kann ich mich da festhalten? Ja. Okay. Hallo? Geh da rüber! Nein, geh da rüber! What the fuck? Du Stück Scheiße! Geh da rüber! Danke! Meine Fresse! So ein Kacke! Geh da rüber, geh da rüber, geh da rüber! Danke! Nein! Okay. Intelligenter wird das Commentary heute auch nicht mehr, Leute. Okay. Was jetzt? Keine Ahnung, wir gehen mal auf diesen obvious Schalter. Oh mein Gott, bitte nicht, Alter. Bitte nicht! Das soll ja wohl ein Witz sein. Ja, ich hoffe doch. Echt jetzt? Ey, können wir vielleicht nicht? Können wir vielleicht please nicht? How about? How about we don't? Bis gerade im letzten Part, oder in diesem Part, ich weiß nicht, wie ich das schneide, gesagt, ich habe keinen Bock auf ewig lange Kletterpassagen. Was soll denn die Kacke? Okay, wir scheinen es zu haben. Gott sei Dank, ey. Wenn jetzt gleich Günther aus der Hölle wiederkommt, dann schwöre ich bei Gott. Warum nenne ich jetzt plötzlich Günther? Keine Ahnung. Ja, im letzten Part war er noch Gollum. Jetzt ist es Günther. I don't give a fuck. Oh mein Gott, bitte sag mir, dass diese Scheiße jetzt bald vorbei ist. Ich hab keinen Bock mehr auf Klettern, Mann, for real. Ich hab keinen Bock mehr. Das ist gut jetzt. Reicht dann auch an der Stelle. Das ist echt so gebaut, dass man dieses Ding hier nur als Paar erkunden kann, ne? Nur zu zweit. Das sieht, ich sag, nicht so gut aus, ich weiß nicht. Was?
fein. Ich wollte sowieso nicht springen eigentlich. Ist okay. Ist komplett okay. Completely fine. Oh boy. Wetten, die hinter mir gehen gerade unter? Ja. Yep. Das habe ich gerochen. Ja, dann rein da. Ja, meine Meinung. Warte mal, ist das etwa der Stein, den wir die ganze Zeit suchen? Nein, oder? Ich bin doch nur hier, um zu lernen, warum es wichtig ist, dass wir den Stein finden, oder nicht? Oder habe ich da jetzt was falsch verstanden? Ha. Hoffentlich gibt es noch einen Weg raus. Ja, das ist egal, selbst wenn wir da wieder zurückgekommen wären. Der Weg hätte nicht mehr funktioniert. Das muss sie sein. Schäfers Expedition. Wahrscheinlich, ja. Wie gesagt, nur um das zu sehen, hat er mich jetzt hier geschickt. Was ein Spacki, Alter. Der Chintamani-Stein. Das Harz. Der Chintamani-Stein ist aus Harz? Als ja habe ich was davon zerschossen. Verbrannt. Ja, der ist nicht natürlich gestorben, so viel steht schon mal fest. Zählt er Frieden eigentlich als natürlicher Tod? Das ist die Irmensäule, der Lebensbaum. Aha. Das Ahnenerbe. Deutsches Ahnenerbe, lull. Das waren alles SS-Leute. Natürlich sind die Nazis wieder am Stüssel, Alter. Als wären wir in Indiana Jones, Alter. Aber wenn du nicht mehr weißt, wer der Bösewicht ist, dann sind's einfach Nazis. What the fuck? Ist ja voll geil. Einfach die Indiana Jones-Karte gepult. Es sind immer die Nazis. Stabile Kiste. Tenzin. Schäfer war das. Ah. Was? Schäfer war das. Mare. Ja. Nur so konnte er sie stoppen. Ach, das ist Günther. Verdammt. Wir müssen von ihr verschwinden. Das ist definitiv sofort. Günther. Okay, Schäfer war das. Ja, okay, aber warum? Care to elaborate? Das heißt, die haben schon, wurden schon von der Macht des Steins korrumpiert quasi und deswegen hat er sie erschießen müssen? Sehe ich das richtig? Aber ich dachte, die haben den Stein noch gar nicht gefunden. Das ist jetzt so eine Herr der Ringe-Sache hier. Der eine Ring. Hey, da ist ein Schalter. Einer, der es erkennt und ihn vernichten möchte und die alle anderen wollen ihn haben. Hier. Oder wie sehe ich das? Ja, wenn ich den umlege, kommt natürlich Günther hier rein, das ist klar. Und los geht's. Ja, da ist er schon. Und diesmal hat er wirklich seine Familie mitgebracht. Ja, perfekt. Ich habe ihm angekündigt, dass ich die ausrotte. Ihn und seine ganze fucking Familie. Das ist ja wundervoll. Das ist ja herzallerliebst, dass du die vorbeigebracht hast. Ich mache mich auch ein paar bessere Waffen. Verreck in der fucking Hölle, wo du hergekommen bist, Alter. Du Missgeburt. Komm ran. Komm ruhig runter. Oh mein Gott. Als ob. Was ein Hurensohn. Oh mein Gott, ich werde deine Familie so auslöschen, Alter. Komm ran. Ja, komm ruhig. Dann komme ich halt zu dir. Fuck you. Ich kletter da jetzt hoch. Kann ich da hochklettern? Der hat mich immer getroffen. Laber keine Scheiße. Kann er nicht hochklettern. Ah, da ist er. Ich schwöre bei Gott, ich vernichte dich und deine Familie. Okay, cool, danke. Ach, jetzt mal darf ich auch ausweichen, oder was? Alles klar, Bruder. I don't give a fuck about den Aufzug. Oder können wir den nicht umbringen? Eventuell können wir den nicht umbringen. Und das wäre natürlich scheiße. Dann weichen wir einfach weiter aus. Aber irgendwann werde ich dich und deine Familie vernichten, ich schwöre bei Gott. Ich werde dich und deine Familie ins Flammenmeer des Todes schicken. Oh, hi. Ja, nicht die Tempo, genau. Dann gib mal Tempo. Tust du das? Ach, du hast das richtig. Ich muss es mal selber machen, ist ja cool. Kann ich noch ein paar Schüsse hinterher feuern, Fugit Measure? Schade. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben es gleich.
Cool, cool, cool. Immer schön in das Köpfchen. Soll ich verarschen? Es verreckt endlich. Okay. Boom! Erster Teil hat meine Milie vernichtet, Alter. So ein Scheißvieh. Holy shit, da wäre ich aber. Wär ich wild! Noch eine Katze. Alles klar? Nee. Oh boy. Oh nein. Oh. Tenzin. Warte. Wer ist das? War das dann auch Schäfer? Bimmer. Gott sei Dank. Oh nee. Was ist los? Es ist Lazarevich. Ah. Er hat uns gefunden. Bimmer, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Schäfer hat sie. Kare. Mon Schäfer, Yamduduk. Schäfer. Sie haben den anderen Weg genommen. Okay. Nate. Das ist unsere Schuld. Wir waren das. Okay, bleib du hier. Kümmere dich um sie. Na los. Oh, ich habe meine Waffe wieder, kann das sein? Ja. Belagerung. Armbrust? Never fucking ever. Mit 3 Schuss? Er ist ja nicht one-shottet. Ich hab ihm gerade in den Rücken geschossen. Schuss ins Knie, One-Shot. Kann schon mal töten, verstehe, verstehe. Geh wieder rein! Geh rein! Hurensohn, Kopf! Nein, Mitzop! Hey! Ah, wie Hurensohn, was er gerade gesagt hat. Stabiler Typ. So. Ah, er hat Armbrustmunition gehabt. Au! Du son of a fucking... Gun. Okay, jetzt habe ich keine Armbrustmunition mehr. Dann holen wir uns die AK, würde ich sagen. Ja, das hier ist viel mehr mein Jam als die ganze Kletterei. Das fühle ich viel eher. Oh, die halten aber nicht viel aus, die Kollegen. Das sind ja Schlappschwänze. Und immerhin kriegen wir hier tatkräftige Unterstützung. Putz, putz, putz. Auch wenn die meisten von denen mit Armbrüsten schießen, aber ich meine, hey, die Armbrüsten one-shotten wenigstens. Also was soll's. Schrotpistole. Hm, eigentlich äußerst ungern, muss ich zugeben. Hm. Ja, Ah, soll ich die eine Armbrust mitnehmen? Nee. Oh boy. Ah. Okay, der frisst Armbrustmunition. Good to know. Dann nimm die AK wieder mit. Oder das M4? Das brauche ich. Das M4 hat ein bisschen mehr Munition. Okay, ich sollte nicht auf Köpfe zielen, wenn ich mitten in der offenen Schussbahn stehe. Das ist ziemlich stupid. Jo. Das war... Ah, hi! Dich habe ich gar nicht gesehen, Bruder. Apropos offene Schussbahn. Kurz weggeheddert. Ich hätte gern meine Falle wieder. Lässt sich das machen? Habt ihr die gelagert, Jungs? Habt ihr die aufgehoben? Bei der Fall wäre es alles ein bisschen einfacher. Oh, bist du sicher, dass das eine gute Idee ist, Leute? Kollege. Dein Kumpel war auf der Seite nicht so sicher. Na, du auch nicht. Good one, good one. So, nehme ich die 9mm mit oder nehme ich die Schrotpistole mit? Ach komm, wir bleiben mit der Schrotpistole erstmal. Kann ja nicht schaden, da wäre noch eine echte Schrotflinte. Oh, Granate. Aber sure, don't mind if I do. Don't mind if I do. Okay, da liegen noch ein bisschen AKs rum. Und jede Menge 9mm. Hm. Hm. Ach komm, wir nehmen die 9mm mit, Leute. Scheiß drauf. Ich glaube, das ist besser. Weil da habe ich einfach mehr Schuss mit. So. Okay, jetzt sind wir relativ voll. Uhren. Dreckiges Stück, Alter. Wie war das, Frauen und Kinder zuerst? Erschießen? Was? Okay. Keiner, der mehr Stress will.
Alter. Oh mein Gott, das wird mit dem EMG nichts. Erstmal. Den treffe ich von hier aus nicht. Ja, klar, Bruder. Ich würde gerne den schon mit dem MG weg haben, aber den kriege ich nicht weg, glaube ich. Nee. Okay, dann müssen wir uns vorarbeiten, schätze ich. Von hier aus müsste ich ihn wegbekommen. Going, gar kein Problem. Und in das Köpfchen. Nein! Du son of a bitch! Nicht dein Ernst. Naja, zwei mit einer Klappe. Weg damit. Bing, bing, bing. Oh, drei sogar. Das war eine gute Nummer. In den Arsch. Wollen alles mit dem MG rennen, ne? Ja. Sie wollen es halt echt. Was soll denn die Scheiße? Ich hab keine Granaten mehr. Fuck me. Ah, okay, den hätte ich vielleicht ein bisschen kalt machen sollen, bevor er da ankommt. Ein bisschen kalt! Kalt wie die Klettertour, die ich gerade hinter mir habe. Zack, bumm. Zack, bumm. Guck nicht so blöd. Danke. Was willst denn du hier, Alter? Zack, bumm. Kann er nicht durchschießen, ne? Glaub nicht. Es wirkt nicht so, ich glaube nicht. Doch, kann ich wohl. Weiß wohl. Ah, Granaten. Kaliber 50? Nee. Nee. Hallo, geh weg, ich will das Ding nutzen. Da kämmen wir mal ein paar Kerle weg. Alter, wie viel tankt der? Hä? Was ist mit ihm? Nein. War das ein Kopfschuss mit diesem Ding? Ach du Scheiße, das muss wehtun. Ich weiß nicht, was für ein Kaliber das ist, aber das muss echt wehtun. Ich wollte gerade sagen, Kollege, kannst du den mal umbringen, wenn der Deck hinter mir steht, bitte? Treffen die mich von hinten? Oh fuck. Oh mein Gott, ist mir los. Nein. Oh boy. Okay, Jungs. Du bist von uns, okay. Okay, sieht aus, als würde hier keiner mehr ins Visier geraten. Schade. Schade, schade, schade. Schuhe. Was lieber als das, I guess. Spasti. Schön weggeheddert. Zack. Auch weggeheddert. Noch jemand? Nein? Okay. Dann ärgern die mal ein bisschen. Son of a bitch. Oh boy. Okay, alles klar. Hi. Okay. Da hinten. Zack. Ja, Raketenwerfer, Dude ist schon mal weg. Ist für Feuer frei, Digga. Du läufst geradeaus auf mich zu. Wenn ich dann Feuer frei mache, dann bist du tot. Ja, das war ein Headshot. Actually kann ich das halt schon. Ah, ein Pumpgun-Typ.
Und tschüss. Da hinten ist noch einer, ne? Okay, dann gut, dann halt nicht. Dann gut, dann halt nicht. Pumpgun. Müll. Pistolenmunition. Ich muss ja mit der Pistole schießen, glaube ich. Die haben alle nur Pistolenmunition. M4? Ungern eigentlich, oder? M4 besser als AK? Keine Ahnung. How the hell should I know? M4. Schon bei der AK. Komm, die sind schon wieder her. Oh, hi. Hello there. Und tschüss. Hast du hier geschlafen oder was? Wieder Schlaf gemacht. Schrotpistole? Nee. Na gut. Hier liegt überall so viel Pistolenmunition rum, da kann ich immer noch wechseln. Kleines Schläfschatter gemacht. Sackgasse? Oh! Hi. Hat er sich selbst gesprengt? Geht's dir gut, Bruder? Okay. Freut mich zu hören. Okay. Es ist mir schon wieder zu dunkel, Alter, und er macht kein Licht an, ne? Kopflos, by the way. Das muss wehtun. Ach, das ist einer von uns. Oh, lol. Okay. Der war so braun wie ein Taliban. Hallo? Kannst du? Kannst du? Lass das. Helme sind out, weg damit. Und tschüss. So. Gute Position hast du da, Bruder? Alter. Oh, wo kommt denn der her? Hä? Haben meine Kollegen den da jetzt echt einfach ganz entspannt hochkrabbeln lassen, während ich auf den anderen ziele? Noch nicht euer Ernst. Das meint ihr jetzt for real nicht ernst gerade. Ein Scheiß siehst du, Alter. Du hast gleich ein drittes Auge im Kopf. Ein Bullseye. Was? Mein Gott, war der schlecht. Hat mir wieder Mühe für gegeben. Also komm. Machen wir mal kurz einen Prozess hier. Ey, das war doch ein Headshot. Echt jetzt? Das war ein Headshot. Aber ich habe die Schrotpistole dabei, fuck. Ich verstehe nicht, warum die sich immer dahin stellen müssen, wo gerade eben erst einer gestorben ist. So, als wäre es dann am sichersten oder was. Das ergibt gar keinen Sinn. Oh mein Gott, den das zerlegt. Weiß bin ich. Sag mal, von wo eigentlich? Ich werde von irgendwo geschossen, aber ich weiß nicht von wo. Alter, geh los, lass runter. Geh weg. Hallo, was zum fucking Bullshit? Mein Gott. Oh. Ja, darauf habe ich gewartet, aber ich konnte jetzt auch nichts anderes mehr machen at this point, weil von vorne wurde geschossen und von hinten auch. Die Stelle sagt, darf ich es mal kurz erwähnen? Danke. Wollte das so kurz erwähnt haben. Zack. Headshot. Okay, ich habe eine bessere Idee, Leute. Und zwar folgendes. Wir nehmen die beiden da auseinander. Zack. Dann nehmen wir den da auseinander. Zack. Und dann wechseln wir einfach nach da drüben. Denn hier bin ich von den beiden Seiten geschützt. Da kommt ein Spasti, den machen wir einfach wieder weg. Und tschüss, Mann. So, nee, bleib erstmal wieder Schrot. So, da unten ist ja jetzt noch irgendwer. Right. War scheinbar ein Headshot. Sieht der mit einer Schrot von da unten auf mich hier oben, oder was? Ist ja auch wieder wild. Ist ja auch wieder wild. Tschüss. Ist der Typ mit der Schrot schon tot? Nee. Soll ich mir was sagen? Bang. Bang.
Was ist das? LOL! Oh mein Gott! Der kommt von hinten angeschissen. Keiner meiner Kollegen bockt es und drückt mir einen Granatwerfer in den Rücken. Das ist ja nicht dein Ernst. Oh mein Gott. Das ist ja for real nicht dein Ernst. Dass die ihn einfach hier hochscheißen lassen. Mit einem fucking Granatwerfer in der Hand. Und der mir das Ding in den Rücken drückt. Das muss ein fucking Joke sein. Ich glaube an nichts mehr. Ach du Scheiße, Digga. Die lassen den hier hochstolzieren mit einem fucking Granatwerfer in der Hand. Und lassen mir das Ding in den Rücken ballern. Mit solchen Freunden brauchst du echt keine Feinde mehr, Digga. Fehlt nur, dass der mich jetzt hier einfach rückwärts runtertritt. Holy shit. Was ein Bastard.